Hillaber at Work. Der Blick hinter die Kulissen. Wie wir arbeiten, was wir machen, was uns bewegt. Mein Name ist Mustafa Aschrati. Ich bin Mitarbeiter bei der internen Revision der Hillaber. Als Revisor prüfe ich die Prozesse sowie das interne Kontrollsystem im Kreditbereich sowie im Ratingbereich. Aber konkret ist es ja so, dass wir in die Fachbereiche gehen, Gespräche führen, uns Prozesse anschauen, uns die Kontrollen anschauen und gucken, ob das eben angemessen und ordnungsgemäß ausgestaltet ist und schreiben ja da dann einen Bericht. Wir sind halt auch weniger jetzt irgendwie die Unternehmenspolizei als Revisor, sondern man kann durchaus auch sagen, eine Art Sparringspartner, weil die Prozesse eben bei den Fachbereichen sind. Das Doing ist ja dort vor Ort und wir als objektive Einheit dann auch draufschauen und eben entsprechend auch sagen können, wo der Schuh eventuell drückt und gewisse Mängel, die es dort geben kann, aufzeigen. Das aber auf einer sehr konstruktiven, sachlichen Art und das ist eigentlich auch der Mehrwert dann der Revision. Ich finde mein Aufgabengebiet ja sehr abwechslungsreich, einfach weil man als Revisor verschiedene Themen prüft, verschiedene Prüfungsobjekte hat. Dadurch hat man mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen zu tun in der Hillaber und hat dadurch ja auch eine sehr gute Einsicht in die Bank. Also man sieht deutlich mehr als vielleicht andere Fachbereiche. So kann man das der Revision auch zuschreiben. Und das macht es eigentlich auch sehr spannend, weil so eine richtige Routine, die ist natürlich da, aber mit sehr vielen Abwechslungen. Also ich war vorher schon in der Wirtschaftsprüfung tätig, vor meiner Zeit bei der Hillaber und da lag es nahe im Prüfungswesen sich weiterzuentwickeln und die Hillaber war eben für mich immer eine attraktive Adresse, einfach aufgrund der Eigenschaften, die die Hillaber hat, also Stabilität, Kontinuität und auch das Branding als solche, das hat mir sehr gut gefallen und hatte mich auch sehr gut angesprochen. Und da hatte sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich dann die Hillaber ausgewählt habe und glücklich sein konnte, dass auch für die Hillaber das gepasst hat. Als Revisor unterstützen wir den Vorstand, indem wir durch unsere Prüfungen Aussagen treffen. Und die sind in so einer großen Organisation auch wichtig. Und die Bewegung dahin ist, dass wir sagen, wir haben die Geschäftsleitung unterstützt, den Vorstand unterstützt. Und das ist eigentlich, was die Revision ausmacht. Weil wir ja auch den Blick auf die Risiken haben. Und ja, das ganze Aufbau-Ablaufsystem, was wir prüfen. Und das ist ja was ganz Wichtiges. Und darüber die Aussagen treffen. Und das unterstützt natürlich den Vorstand in seiner normalen Geschäftstätigkeit, die er nachgeht. Und da macht es dann schon Spaß, wenn man auch gewisse Sachverhalte transparent macht und als Revisor in dem Prüffeld eine gute Aussage treffen kann, also eine belastbare Aussage treffen kann. Und da ist man dann doch stolz, wenn man da den Bericht mit den guten Ergebnissen auch vertreten kann. Also in dem Arbeitsalltag habe ich auch in meinem Umfeld sowohl intern mit meinen Kollegen als auch mit den Fachbereichen, die ich prüfe, ein sehr kollegialer Umgang, respektvoller Umgang, auch ein offener Umgang und man kann auch Dinge ansprechen und das ist ein lockerer Umgang, der eben mit Respekt und Offenheit sich auszeichnet und das schätze ich auch tagtäglich, auch wenn es natürlich mal Stress gibt, kritischere Themen angesprochen werden, auch mit dem Fachbereich, kritische Feststellungen, da merkt man dann immer wieder, dass die Hillaber eben, also der Umgang in der Hillaber doch immer auch wirklich sachlich ist und auch mit Respekt und einfach eine gute Kultur, würde ich es nennen, so wie ich das erfahren habe. Einfach eine gute Umgangskultur. Ich schätze es sehr und ich bin auch sehr froh, auch vor allem, wenn man jetzt sich die gegenwärtige Pandemiesituation, wenn man darauf nochmal Bezug nehmen darf, dass ich dann sage, da ist man dann doch sehr happy und auch sehr froh, wenn man bei einer Adresse wie bei der Hillaber ist, wo man sagen kann, Stabilität, Kontinuität, ja, auch, dass man sich darauf verlassen kann, weil da auch die Entscheidungen umsichtig sind. Wir haben auch sehr schnell auf Homeoffice geswitcht, wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen und da merkt man dann schon, dass eben die Hillaber einfach durch diese Kultur, wie man so schön sagt, einfach eine gute Bank, wo ich auch sage, ja, durch diese ganzen Entscheidungen, das wirkt sich natürlich dann auch auf den einzelnen Mitarbeiter aus. Ja, dass die Sachen kommen dann auch irgendwann ein, das Gefühl hat man dann auch, wenn man dann auch aus der Bank rausgeht, dass man sagt, ich bin dann doch froh, wie so ein Fels in der Brandung, dass ich hier bin und das spüre ich dann schon im Alltag. Das gefällt mir.